Hallo, liebe Freunde der Raumschifftouren. Herzlich willkommen. Gut, Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Ja, das verstehe ich. Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde da. Okay. Also, nochmal von Anfang an. Wir drehen uns um. Hallöchen, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Raumschifftour durch unser riesiges Raumschiff. Dort hinten geht's nicht weiter, aber das interessiert uns nicht, denn wir durchsuchen das Raumschiff auf Geld. Denn jeder lässt Geld hier einfach so rumliegen. Hier, da ist nämlich auch Geld. Geld ist hier nichts Besonderes. Wir kaufen uns direkt mal mehr Schaden. Das haben wir nämlich letztes Mal im Shop gekauft für 10.000 und jetzt verwenden wir es. So, beim nächsten Mal upgraden wir unser Leben mit 3 Teilen. Und ich mag sie einfach nicht wegen dem Wenden. Und hier ist ein Shop. Ein wundervoller Shop. Hier ist kein Monster, deswegen öffne ich hier mal. Credits. Was gibt's denn hier im Shop? Wir haben zwar im letzten Part am Ende direkt geschaut, aber es schadet ja nicht, noch mehr Munition zu kaufen. Ja. Schadet es wirklich nicht. Weiter geht's. Mit dem Geld, was sie gerade im Eingang gefunden haben. Das Geld ist so nett. Au. Das macht Spaß. Damit rumzuschießen. Was ist hier rechts? Was ist hier links? Auch wenn ich die Seiten vertauscht habe, das ist mir egal. Ich weiß, was ich hier mache. Ich weiß es. Ich bin gut. So, Luftkanister Mittel, das bedeutet nichts Gutes. Hallo. Was passiert hier? Wahrscheinlich. Oh. Schwerelosigkeit. Isaac, eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst. Und wie mache ich das? Wo ist das All? Okay. Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Ah, danke. Dort unten habe ich irgendwas gesehen. Achtung, Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Sauerstoffstation. Was ist da wohl? Was mache ich denn hier? Ich weiß es selber nicht, aber wir müssen hier einfach rausbefördern. Und was ist der beste Weg, wenn hier den Strom abkappt und dann keine Ahnung, was passieren wird? Ich weiß es selber nicht. Hallo Vakuum. Achso, dort. Sind hier irgendwelche Teile? Und weg mit dir. So. Das ist ja leicht. Oh. Ja. So leicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. War. Geh weg. Ich hab mich. So. Oh. Ist es wirklich euer Ernst? Ich muss ja halt das sehr gut einteilen, dass ich hier mit der Luft, auch wenn du jetzt hier gleich rummeckern wirst, wo. Es ist kein gutes Zeichen. Radioaktives Material entfernt. Kommen hier wieder welche Monster? Warm frage ich wohl. Als ob ich das wüsste. Noch 17 Sekunden. Wo ist der zweite? Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Okay. So. Ja, zwei.
Ich mag euch nicht. So, stirb, stirb. Stirb, 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 stirb. Danke. So, ich höre da oben. Wo? Weltall. Einfach weg mit dir. Nein, ich sagte weg. Weg. Komm schon. Ich hab nicht jahrelang Zeit und du bist auch weg. Na! Oh, wieso? Spiel. Irgendwann habe ich hier keine Luft mehr. Ich verschwende hier einfach viel zu viel Zeit. Aber ich kann nicht arbeiten, wenn ich. So. Dann gehen wir mal hier lang. Achtung, Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Ja. So, wir öffnen unseren Inventar. Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Und jetzt die Monster da interessieren mich nicht, weil ich muss hier langsam entfernen. So. Du auch? Habe ich jetzt alles? Radioaktives Material entfernt. Aufgabe erfüllt. Okay. Ah, ne. So. Du jetzt auch? Dann gehe ich mal wieder hier nach unten. Strahlengefahr gebannt. Sicherheitssperre geöffnet. So. Hol mir mein Sauerstoff und gehe jetzt hier ins Raumschiff. Das haben wir jetzt auch geschafft. Natürlich. Oh. Natürlich passiert sowas. Ah, jetzt. So. Tür schließen, bitte. Okay. Da war etwas. Da war etwas. Ich habe gehört, hier gibt es so viel Munition. Da war etwas. Das Teil, nach dem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Ich sehe massive Schäden, du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Ja, ja. Hier ist etwas hochgegangen. Ich brauch dich. Hallo? Na toll. Wie soll ich das jetzt schaffen? Da ist etwas nach oben gegangen und ich speichere hier erstmal. Denn, keine Ahnung warum. Hallo. Tschüss. Stopp so ein frische. Ah, da ist das Viech ausgebrochen. Wahrscheinlich so ein frisches Viech. Der sich noch nicht so auskennt, aber trotzdem laufen kann, weil es ja mal ein Mensch war. So. Wir sind hier lang. Diese Infektion stellt irgendwas Seltsames mit den Soldaten an. Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Stase-Einheit und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen, wodurch sie schneller werden. Verdammt schnell. Also Vorsicht. Danke, ich habe schon gesehen, dass die schnell sind. Oh. Rätsel. Ich mag keine Rätsel. Ah. Starlang. Nee. So. Und dich ziehe ich mal hier lang. So. Hallo? Die sind. Wow! Hör auf, dich totzustellen. Die sind richtig.
Okay. Geh weg. Oh. Okay. Ich muss auf eine andere Waffe wechseln. Gut, dass ich Munition gekauft hatte. Verdammt, sind die schnell. Oh, ich sollte vielleicht nachladen. Gute Idee, Nico. Ich weiß. Oh, oh. Oh, unsichtbare Wände sind nicht toll. So. Die sind verdammt normal. Zum Glück ist nicht jeder so. Bist du tot? Ich hoffe mal. Wenn nicht. Hallo? Boah. Komm schon. Kann ich dich nicht da rein befördern? So. Du bist jetzt auf jeden Fall tot. Und hier ist nichts. Ich lade nicht nach, weil ich nicht nachladen kann. Hallo? Ich wollte dich gar nicht. Ich wollte dich. Und ui. Den Namen kann ich vielleicht als Waffe. Kann man die Teile als Waffe verwenden? Wo bist du? Dort. Ich probiere es mal. Okay. Vielleicht auch nicht. Ich öffne mal. Geh weg. Wow. Woher kommt die Frau immer? Also meine Frau. Natürlich. Ich habe da was im Schatten gesehen. Boah. Es ist kein... Entschuldigung. Es sieht nicht schön aus hier. Es gefällt mir einfach nicht. Da die Viecher so verdammt schnell sind, habe ich keinen Bock zu kämpfen. Aber was bleibt mir anderes übrig? Ich habe auch keine Heilung mehr. Ich hätte mir statt Munition vielleicht doch lieber Heilung kaufen sollen. Isaac, ich peile Ihren Standort an, aber offenbar kann ich Sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in zwei Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Das ist schrecklich hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit Sie zum Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Also, dass ich zum Maschinenraum. Hallo. Ja. Es ist einfach traurig, was so leicht passieren kann mit einer kompletten Menschheit. Ist ja eigentlich hier die komplette Menschheit, die kaputt gegangen ist. Aber wir speichern hier den Part, erforschen weiter unser Mini-Raumschiff im Raumschiff, denn unsere Raumschiff-Touren sind einfach die besten. Ihr kriegt sogar Sonderbonus. Ja. Ein Raumschiff im Raumschiff. So sieht man nicht oft. Also wirklich nicht oft. Also wirklich nicht oft. Ich habe keine Ahnung wohin, aber ich beende hier jetzt wirklich den Part. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.